Ach so, jetzt aber. Sorry. Da wollte mein Handy gerade nicht so, wie ich wollte. Naja, egal. Gut, willkommen zurück. Man sieht's. Es geht mit der Claire jetzt los. Auf Standard, also auf Normal. Und ja, ich bin mal ruhig, weil da kommt ja wieder die Cutscene. Fast da. Du kennst mich, ich komme klar. Ich komme zurück, sobald ich Chris finde. Wieso denkt jeder, ich komme in Schwierigkeiten? Was zur... Nicht schießen! Runter! Los jetzt! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Claire! Claire, alles klar? Mir geht's gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier, ist nicht sicher! Geh schon weiter! Ich treffe dich bei der Station! Ach, die gute Claire hat einen Revolver. Was ist das da? Leon, passt sicher vor mir hier. So. Dann wollen wir doch mal. Ja, jetzt zeigt er mir. Geht das mit, jetzt geht er mir wieder mit da auf und sagt, jetzt kommen die ganzen Tutorials jetzt wieder. Warte, ich bin gleich da. Okay. Claire, ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid. Nein. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Das ist gut. Ja. Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmere dich um dich selbst. Ja, verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Beide, ja? Uiuiuiui. Da geht's schon wieder los. Ach ja. Das nehme ich mit.
braucht sie denn für Munition? Schuss. So. Packen wir mal eben da rein. So, wir brauchen Eingangstür. Da geht schon mal nicht rein. Geil. Man nennt mich Revolver Ocelot. Komm ich da oben irgendwie rein? Weil hier ist ja nichts. Ja, jetzt verschrotten wir aber. Oh! Beißen! Beißen nicht. Ich gehe unten lang. Der ist ja alles offen, ey.
Alles offen. Okay, die Tür ist zu. Speichern wir einmal mal. Lad nach, Mädchen, lad nach. Mal kurz zur Kiste rüber. Tor zur Kiste. Sachen lagern. So, brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir gerade nicht. Brauchen wir gerade nicht. Ich glaube, in der Claire wird ein schneller Durchgang. Die können wir alles an einem Tag sogar schaffen. Also ein paar Stunden. Oh Gott, so lange nicht. Okay, hier ist nichts zum Glück. Dein Ernst? Bleib liegen!
Specksack. Ich habe eine Pflanze übersehen. Nochmal schnell Sachen lagern. Das brauchen wir, das brauchen wir. Brauchen wir auch gleich. Gleich mal oben lang. Hey Blake! Was geht? Wette, der ist nicht vom Rettungsteam. Nee, das ist wieder unser Freund der Dicke. Die haben die Symbole ausgetauscht. Die Schweine. Richtige Schweine. Haben die Symbole ausgetauscht. Eiskalt. Ist Fire's Battlefield 1 gespielt, okay, nice. Wie war's? Wer macht aus einem Museum eine Polizeistation? Jeder braucht schon einen Schlüssel. Ich komme mal anders auch rein. Ich bin mal eben da. Gleich durch den Raum. Dein Gesicht. In dein Gesicht hast du... Ihr
Hilfe. Truppau. Ja, dann hat der aber Dings gezockt. Hat der Battlefield 5 gezockt, oder nicht? Weil du Battlefield 1 geschrieben hast. Was knurrt mich hier an? Ach, der knurrt mich hier an. Aua! Oh. Schnell hier rein, ey. Lichtschalter war das nicht hier. Gab's hier keinen Lichtschalter? Nein, da gab's Munition. Und eine Karte. EAP. Da brauche ich die Karte. Paul! Mensch, lass das doch! Ja, dachte ich mir schon. Ja! Der Klaus schon wieder, ne? Paul Klaus. Oh nein. Geht das wieder los hier? Messergeier ist mir eben schnell.
die Munition. Zwei haben wir nicht, drei haben wir nicht. Sechs haben wir wieder. Stimmt ja, die heißt ja genauso. Was stand da eben? CAP, ne? CAP. Solche Ausdrücke, bitte. Jill sagt schon. Wie heißt du? Hat der nicht ein Namensschild oder so? Haben nicht normalerweise Namensschilder? Mal gucken, ob das immer noch gleich ist. War immer noch gleich. Da sind die Namensschilder. David?
Wort vielleicht. Ein F. Gibt es ein D, oder? Nein. Da gibt es kein D. Also fällt dir was ein? Oder guck du mal eben, Blake, nach der Lösung. Ich meine, ich guck so lange, ich guck mal, dass ich selber herausfinden kann, aber. Ich guck mal kurz, dass ich selber herausfinden kann, aber. Ich glaube, ich hab heute. Ich bin jetzt gerade. Nicht so jene, der den Nerv dafür hat. Drei Kollegen, warte. N, E, B, N, E, B. Das ist jetzt wahrscheinlich die Nachnamen, ne? E. E. M, R, M, R. Ist Lösung. Ja, hab's ja schon herausgefunden, zum Glück. Guck mich an. Davon. Ja.
So. Munition. Kombinieren. Kollege. Das hat weh. Schreck mich immer wieder. Aber wie war das hier nochmal? War das hier nochmal? Ich habe das doch letztes Mal schon gemacht. Sind wir hier? F2 Spind. Kombinationsschloss. F2. Guck mal eben bitte kurz, Blake, wie das nochmal da war für den Kommissionsschluss. Brauchen wir es auch nicht mehr, das habe ich.
Das habe ich. YouTube. Scheiße. Und der Dicke. Oh, ich dachte, ich hätte dich los. Uiuiui. Oh, du Drecksack. Hey, der Typ, ey. Nein, das ist... Ich kann eigentlich ganz einfach zu finden, Blake. Resident Evil. Kombinationsschloss. F2. Die Etage halt, F2. So, wir gehen erstmal runter. Nochmal. YOLO. Wo ist denn die Blendgranate? Den habe ich die Blendgranate irgendwo übersehen, ne?
Alter, ey. Der Typ, ne? Das Pferd. Ich weiß, dass ich es untersuchen muss. Ey, der Typ muss fertig, ey. Ich hab keinen Bock auf den Typen, Alter. Der Typ ist voll Kacke. Ich gebe voll auf den Sack mit seinem Getrampel da. So ein bisschen mir egal. Gibt's nicht. Willst du mich jetzt verarschen, Blake? Ohne E gibt's auch kein Bio. Typ, ey. Was? Krone?
Okay. Ohne Feuer, Vogel. Ah, die Löwenstatue. Ja, der kommt doch von oben. Das Scheißvieh ist ja auch noch da. Ach Mensch! Drohne. Feuer. Vogel. Ja, da gucke ich gleich. Dankeschön. Der Typ macht mich seelisch fertig, ne?
Oh, danke schön. Voll wegen Munition. Komm ich nicht von hier irgendwie da nach oben? Alter, der Typ, der macht mich selig fertig, ohne Scheiß. Der macht mich selig fertig. Da ist mir jeder Licker oder wie die heißen, tausendfach lieber. Komm hoch. Was hier? Ich gucke schnell DCM. Der ist da drin, der Typ. Er ist da drin. Was ist das für ein Schlüssel? Der Pick-Schlüssel. Okay, wo war das nochmal mit Pick? Pick. Da war Pick. Pick. Kreuz. Hier, pick, da, pick. Der Typ, der macht mich seelisch fertig. Ohne Scheiß. Oh, na, Scheiß.
Ah, du Drecksack, ich hasse dich! Das ist ein Arschloch! Geh doch bitte sterben! Alter, ich gespeichern. Ach, da oben habe ich ja was vergessen, glaube ich, ne? Was ist das? Ja, das rote Buch habe ich da vergessen, egal. Ich war unter Stress. Wie anstrengend das ist, wenn der Typ durch die ganze Zeit jagt. Das ist so schrecklich. So grauenhaft. So grauenhaft, Leute. Nehme ich schon lieber die Pistole statt dem Revolver, ey. Was da mal einmal gespeichert. Ich will mal einmal gerne da hoch. Da, wo es gerade am Brennen ist. Komm mal raus. Ach Junge. Karte. Arm. Da
Da brauche ich wieder die Kurbel nachher. Das ist das Ding, das ist Handtresor. Haha! Idiot! Ich der Idiot. Piep. Bin damit. War der Dicke, ne? Der Dicke, der nervt so. Kann er noch nicht in Ruhe lassen, ey. Alter!
Lässt einen nicht in Ruhe, ey. Hammer. Hammer. Black Lady, moin. Dir auch einen schönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Puh. Ja, ich weiß, dass ich dann kombinieren kann. Wo läuft der denn jetzt schon wieder rum? Der macht mich fertig, ey, der Typ. Der Typ macht mich fertig, Alter. Ey, ich hasse den Mr. X, ey. Ich bin's auf den Sack. Mr. X geht mir so auf die Nerven. Könnt ihr euch nicht vorstellen, was der mir auf die Nerven geht. Er lässt einen auch nicht in Ruhe, ey. Er lässt einen auch nicht in Ruhe. Das Spiel läuft ganz gut. Also mit Dings bin ich hier mit, na, sag mal kurz, mit Leon bin ich durch. Jetzt sieht man ja, bin ich mit der Claire dran und kannst du nachvollziehen. Ja, ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Du bist einfach nur schrecklich. Jetzt muss ich mal kurz in Büchlein gucken hier. Wie war der Code? Hallo? Code? War nicht. Da. Okay. Eine Art komische Angel. Um die Ecke kurz. Sauber, Claire, okay. Ja, Leon war, finde ich, angenehmer. Claire ist jetzt nicht unbedingt schwieriger. Aber der Mr. X, der kommt hier auf jeden Fall viel früher.
Und das finde ich jetzt nicht so geil, dass zu Mr. X hier viel früher kommt. Ach da. Zwilling. Waage und das Rest muss ich raten. So. Zwilling, Waage. Mein Gott, Mr. X, ey. Typ, ey. Halleluja, ey. Boah, ey. Da kriege ich da kriege ich Komplexe bei denen, ey. Ohne Scheiß. Ja, der macht mich sowas von fertig. Der macht mich psychisch und seelisch fertig und körperlich und alles. Da kommt er schon wieder. Alter. Der Typ. Junge, mach doch nicht diesen, ey. Ganz ruhig sein. Alles ganz ruhig. Ja, das Problem ist, du kannst ja nichts gegen den machen, ne? Das ist das. Du kannst ja nichts gegen den machen. Ich habe irgendwas da oben vergessen, ne? Ich hab das ja. Da liegt noch eine Pflanze, die könnte ich gleich mal holen. Ja, der Leon erledigt das ja dann aber. Trotzdem, der Typ, der ist echt. Das ist wie so, das ist wie so ein Freund, den keiner haben will. So die Art. Ich hole mal eben kurz die Pflanze da.
Schnell hier rein. Boah, der Vogel jetzt gleich hier auch hinkommt. Kannst draußen bleiben. Weggerufen. Oh, du Scheiße! Der ist schon wieder hier rein. YOLO! Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du bist so hässlich, du kriegst mich nicht. Das ist schlimm. Ich guck gleich in den Chat. Moment, ich muss mal kurz hier eben schnell in der Truhe. Alter. Jetzt ein Fuck vorprogrammiert mit den Typen. Ich hasse so Gegner, ganz ehrlich. Ich hasse solche Gegner. Die dich verfolgen bis aufs Blut. Weil das habe ich schon bei Dead Space 1 gehasst. Ich weiß nicht, ob du Dead Space mal gespielt hast, aber da war auch so, beim ersten Teil war auch so ein Bossgegner später. Der hat dich die ganze Zeit verfolgt. Du kannst nichts gegen den machen. Richtig schlimm, der Typ. So, jetzt leg ich mal. Claire hat's nicht einfacher. Ja, ne, Claire hat's echt nicht einfacher. Nur normalerweise war es eigentlich so, mit der... Zu Resident Evil 1 war das ja auch so. Mit der Frau war einfacher durchzuspielen, als mit dem Mann. Mit dem Mann hauptsächlich, weil das Inventar kleiner war. Und der auch dementsprechend ekelhaftere Gegner vor sich bekommen hat. Dead Space hast du also gespielt, okay. Ja, Dead Space, das war auch, da war auch so ein Gegner. Denke ich mal, kennst du noch? Irgend so ein Xenomorph, der sich immer wieder geheilt hast. Du konntest aber wenigstens ein bisschen aufhalten, indem du die Beine weggeschossen hast. Echt? Ja, ich auch. Ich hab auch... Kingdom Hearts ist bei mir schon fertig runtergeladen. Ich freue mich da auch drauf. Kingdom Hearts wird Hammer. Das ist auch so ein Spiel, das muss man spielen, weißt du? Das muss man mal gespielt haben. Mit den Metal Gear-Reihen einer der schönsten Story-Games. So, wo war jetzt nochmal der PC? Da oben. Einmal hier rein, da durch. Und dann hier lang. Über mir, ne? Über mir.
Ja, läuft er über mir irgendwo rum. So, Smiley Face aufsetzen, einmal durchrennen. Auch schnell ein PC. Lalala. USB-Stick rein. Ja, der dritte Teil von Resident Evil, glaube ich, da habe ich schon mal Gerüchte gehört, das wird jetzt auch irgendwie remastered. Finde ich aber auch gut. Das hört sich nicht nach Chris an. Finde ich aber auch gut, wenn die den auch remastern. Die Frage, wie finde ich den Code heraus? Wohl, da habe ich ja schon. Ich habe doch hier die Anleitung bekommen, oder nicht? Geht denn noch? Oder hab ich das schon? Oh, ich hab das schon. Ich muss nochmal zur Truhe runter. Ich höre Mr. X nicht mehr. Ist er tot? Er ist nämlich jetzt in U. Six! Oh, die habe ich noch gar nicht geholt. Lol. Warum denn nicht? Löwenstatue. Krone. Nee, Final Fantasy, ich mag so die Geschichte hinter Final Fantasy. Aber das Gameplay von Final Fantasy habe ich nie angesprochen. Und ich habe auch das Neue damals geholt, wo das Gameplay ein bisschen, also wo das Gameplay dann so ist wie bei Final Fantasy, so, Final Fantasy, wie es bei Kingdom Hearts so ein bisschen war, so ähnlich. Aber habe mich nicht angesprochen. Aber so von der Story her und von den Charakteren, so zum Zuschauen mag ich Final Fantasy, aber ich hätte keine Lust, selber die Rätsel zu machen. Da hab ich keinen Bock auf sowas.
So, eben mal schnell speichern. Ist wohl laut der Air Force gestorben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich sterbe gleich auch vor lauter Ehrfurcht bei den Typen, ey. So, und was Nerviges, der Typ, ey. So was Nerviges. Es kann nur schlimmer werden. Ja, stöhn doch nicht so rum. Da müsstet ihr ja den Schlüssel dafür bekommen, ne? Ach stimmt, ich bin ja hier falsch. Irgendwo eine. Ah, da ist die Granate. Schlimmer geht immer, oh ja. Habe ich nichts mehr zum Schluss schon. Ja, wegen, ach so, wegen, weil der Typ gestorben wäre. Oder wenn ich gestorben wäre. Ja. Hallo? Super. Hallo? Das ist die kleine. Die kenne ich doch noch von der PlayStation 1 Version. Kind! Muss ich jetzt auch gegen den Affen hier kämpfen? Ich hoffe nicht. Kein bisschen. Oh. Hallo? Hatte sich nicht beim PlayStation 1 Ableger irgendwie, Ist okay. Ich tu dir nichts, versprochen. Woanders versteckt? Ich glaub schon, ne? Kann ich dir helfen? Hier, nimm doch meine Hand. Du brauchst Hilfe. Tut mir leid, ich kann dich nicht verstehen. Du brauchst Hilfe. Wieso? Er ist genau hinter dir. Die Sherry, ja. Was? Da gab's auch nervige Missionen mit der. Oh mein Gott. Schalali, schalalu. Sherry, Sherry, lady. Da 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 da. Nimm die Granate, nimm die Granate. Oder das Messer.
Das Messer ins Auge. Ich habe Revolver Ocelot hier. Stirbt die Beute, bist du fies, Alter. Oh, Kacke. Auge um Auge, ja. Was wollt ihr die alle töten? Ich weiß, die ist nervig, weil die ganze Zeit nur rumheult, aber mein Gott. Das sind Kinder. Claire ist halt nicht so. Claire ist halt eine Liebe, die... Ich will das Kind unbedingt beschützen. Es ist vorbei. Alles okay. Ganz sicher? Ja, versprochen. Alles ist gut. Du musst nur die Leiter für mich runterlassen. Suchst du mit mir meine Mom? Deine Mom ist hier unten? Ich denke schon. Ich hoffe es. Lass die Leiter doch jetzt runter. So. Ja. Na klar. Ich helfe dir. Genau wie wir Phoebe bei Assassin's Creed. Very Sherry Hayes. Ja, ja, Sherry, Sherry, Lady. Da, 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 da. Oh, jetzt können wir erstmal alles absuchen. Da hinten habe ich schon auf der Karte gesehen. Da haben wir Munition noch liegen gelassen. Cherry, cherry lady. Ich glaube, Dieter Bohlen hat das Spiel, Dieter Bohlen und der Thomas Anders haben das Spiel gespielt und dann haben die direkt angefangen zu singen, wo die Cherry gesehen haben hier. So kamen die auf das Lied. Also Leute. Oh, die Fibbe, oder wie die Phoebe, oder wie die hieß, bei Assassin's Creed, so schlimm war die doch gar nicht. Er bewegt sich nicht. So schlimm war die gar nicht. Du hast es geschafft! Ja, das war jetzt auch ein Hexenwerk, das zu schaffen, aber hey, okay. Gut. Also, ich bin halt krass. Wie ist deine Mama? Umbrella, das riesige Pharmaunternehmen? Mom arbeitet ständig. Ich sehe sie nicht so oft. Hoffentlich siehst du sie schon bald wieder. Die war ein Kind, das reicht. Und wo ist dein Dad?
Kinderhasser voll, ey. Der Blake. Er arbeitet mit meiner Mom, aber er ist weg. Wow. Ob die weiß, dass das ihr Vater eben war? Dann sind beide nicht mehr da. Hab nur noch meinen Bruder. Oh, tut mir leid. Draußen. Ja nicht. Das bedeutet, wir haben was gemeinsam und ist doch was Gutes, nicht? So, Sherry, komm. Leiter klettern kannst du ja. Klar war ich froh, dass sie tot war. Du bist voll der gemeine Mensch, Blake. Hier. Komm schon. Da drüben! Es ist zu. Und das Polizeiauto auch hier. Ja, dafür brauchen wir eine Karte, Mädchen. Die wir noch nicht besitzen. Verdammt. Geht nicht ohne Karte. Komm schon. Hilf doch mal. Und es geht sicher hier lang? So bin ich mit Mom letztes Mal gegangen. Sherry? Ich habe überall nach dir gesucht, Sherry. Tapfere Kleine, gehst einfach raus inmitten von diesem Chaos. Auf den Boden, Hände hinter den Kopf. Das ist voll böse von dir. Auf den Boden, jetzt. Sherry, küssle ihre Hände. Wieso tun sie das? Sei still. Tu es. Okay, dann. Also ich jetzt erst. Black Lady, danke für dein Follower. Vielen Dank. Sehr nett von dir. Was soll dieser Mist? Kindswohlgefährdung fürs Erste. Sherry, komm her. Was wollen Sie mit ihr? Geht dich überhaupt nichts an. Wenn Sie ihr wehtun, ich schwöre, ich hole meinen Bruder von Stars und wir... Sherry, hierher, sag ich. Beiß ihn! Wie heißt du? Tritt ihn in die Klöten! Wie heißt du, verdammt? Claire! Sherry, du kommst jetzt mit mir oder sagst dir wohl zu Claire. Okay, okay, ich gehe! Sie bringen mich besser zu meiner Mom! Natürlich! Hör nicht auf ihn, er lügt dich an! Stopp, hören Sie auf, bitte! Du erklärst mir nicht meinen Job! Stopp! Lass mich los! Offensichtlich müssen wir dir erst manieren, Albrecht. Oh ja, das werden wir. Lass mich los! Lass mich los! Ich krieg dich, du Arschloch! Hast du gehört? Ich krieg dich! Stirb, Sherry, jetzt? Nein. Sei vorsichtig, Sherry. Ich sehe jetzt schon, komm, jetzt kommt gleich von dir so ein Schade reingehauen. Okay. Die Karte. Und dann bekommt das Arschloch was verdient. Was er verdient. Ja, danke schön. So, wie fangen wir denn an? Das ist noch zu. Wo fangen wir denn an? Der Typ kam bestimmt von hier. Er, Miss Kell, ist der Polizeichef?
Okay. Hier können wir nicht lang. Undies. Undies. Kommt. Er kommt. Undies. Wow, wow, wow. Keine Hundis da. Die konnte nicht mehr aufstehen. Das war's mit der Chantal. Irgendwas verpasst? Nö. Pistole. Okay. So. Das habe ich nicht gesagt, Blake. Irgendwo im Nirgendwo, fetti, fetti, bum, bum. Fetti, fetti, wird nachher erschossen von mir auch. Da ist nicht mehr bum, bum. Licker. Licker sind ekelhaft. Ich mag die nicht. Die haben den armen Hund getötet. Guck dir dann, wie süß der ist. Oder wie süß der war. Der arme Dovermann. Ihr Schweine. Eiskalt den armen Dovermann getötet. Ah, das war die Leichenhalle. Da brauchte ich die Kurbel, ne?
Ja, da braucht sich die Kurbel. Rip, hässlicher Hund. Ja, mit Zombies mache ich so bum bum. Arme, hässliche Hund, ey. Halten. Warum finde ich nur rote Blumen? Ja, mach. Das ist nicht so schlimm, das ist nur Kakerlaken, Mensch. So, der hat was dabei. So. Ruhe im Frieden, Paul. Oder wie heißt das? Hast du irgendeinen Namen? Ich nenne dich Guspi. Ruhe im Frieden, Guspi. Chantal, hast du irgendwas dabei? Nö. Ja. Falls irgendeine Nachricht nicht durchgegangen ist, einfach nochmal reinsenden, weil ich mein Handy hat sich kurz verabschiedet eben. Also was ich zuletzt gelesen habe, war Rip, hässlicher Hund, und was du geschrieben hast, ist gerade noch Blake. Ja. Und du? So. Ja. Viel Spaß da unten. Viel Spaß mit den Griechen. Ja gut, das habe ich gelesen. Das habe ich gelesen. Die Licker, ganz scheiße, die Licker sind mir sympathischer als der Mr. X und dieser komische Schieb! Joppa, ihr Matt! Alter, ey. Erschreck mich doch nicht. Jobani, ey. Da fluche ich schon wieder auf Russisch, ey. Kackvieh.
Munition sagt auch so langsam bye bye, my darling. Hammer. Und da gibt es immer wieder. Ja, sehr sogar will auch keine. Ihr seid nicht zufällig Geschwister. Das ist mir neu. Nicht erwischt, den Hebel einzugehen. Alles klar, Blake. Alles klar. Bin ich hier? Was ist ein Herzschlüssel? Durch. Hätte ich auch tun sollen. Wieso? Hast du ein Geschwisterteil, den du nicht leiden kannst, oder wie?
Jetzt nur die Frage. Okay, wir müssen auf dem Dach. Wir müssen auf dem Dachboden. Hoffentlich ist er nicht schon wieder Mr. X. Ja, ein Bruder. Ja, ich habe auch einen Bruder, aber wie gesagt, ich komme mit meinem Bruder klar. Wir haben was da unten. So. Na. Nee. Ah. Ich 29 und selber ausnahmsweise so gefragt. Was ist das jetzt? Sechs, zwei, elf. Ich will nur die Munition.
Danke, ich bin auch direkt wieder weg. YOLO. Puh. 26, okay. Da sind wir alle so. Alle so im selben Alter. Genau das ist aber die Zielgruppe, die ich gerne, die ich als Zuschauer habe. Fällt auseinander, ne? Mist. Ja. Oh jo. Viele Messer. Ah, das ist ein Elektroteil. Entdeckung! Jetzt brauchen wir nur noch ein Date, ne? Nein, Quatsch. Spaß. Alles Spaß. Achso. Ja, jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich brauche eine Kiste hier irgendwo in der Nähe. Nein, leer, runter. Nicht hoch. Runter. Da reinkommen. Komisch. Schuss! Abgestochen. Das ist abgestochen.
Ja. Wann und wo? Ja, muss man ausmachen. Ja, das ist gut. So, lass mal hier kombinieren. Schupp. Kommt doch wieder der nervische Mr. X, oder nicht? Vielleicht kommt er. Ich hoffe nicht. Doch, er kommt. Boah, schnell hier durch. Der Typ ist so nervig. Feuerleiter. Da gab's eine Kiste, ne? Ein Speicherplatz. Hier rein. Hey, der Typ. Er ist ja vorher schon gestorben. Nee, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Braucht das eine Schießpulver hier. Das hochwertige. Hast du noch mehr hochwertiges Zeug? Ich nehme die Granaten mit, ganz ehrlich. Also für die Zombies jetzt, ne? Besser kann ich noch in irgendjemanden reinstecken. Kleines Elektroteil.
Guck mich an. Oder zucken die noch? Ah, ist über mir. Ja, der ist hier drin. Tja. Glückwunsch. Der läuft hier drin rum. Ich muss in den Raum. Von dem Raum muss ich da hin, dann da rein. Da muss ich auf dem Dach. F3. Ne, F3 komme ich ja her. Elektroteil habe ich ja schon. F2 muss ich. Das ist noch Herz, ne? Das ist Karo. Oh, ich hab. Also ich hab Karo-Schlüssel, ne? Karo, ja. Karo und Herz. Ja. Also. Hier gibt's nur Herz, ne? Hier gibt's nur Herz. Okay. Also hier geradeaus erstmal durchlaufen. Bla bla, ist ja klar. Dann gehen wir erstmal hier. Von da aus gehen wir da eben mal was öffnen. Dann gehen wir hier hoch. Gehen dadurch, klettern eben hier rein. Obwohl, dann kriegen wir wahrscheinlich einen Wagenheber. Wagenheber kommen wir wiederum hier hoch. Aber ich gehe doch lieber dann hier erstmal rein und öffne hier das. Wäschekammer. Der macht mich verrückt, ey. YOLO! Komm doch, komm doch, komm doch! Idiot! Idiot! Du kannst mich mal! Du dumme Sau! Lass dir mal Haare wachsen, du Hippie! Beiß mich nicht!
Können wir nicht öffnen. Aber wir öffnen 208. Typ. Das ist erst am Schluss. Drei haben wir nämlich noch nicht. So, also jetzt biegen wir hier. Wir machen erstmal. Erstmal den Linker kaputt gemacht. Irgendeine Granate. Mach das hier auf! Kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Ich will die Granate haben. Warte, warte, ich bin am Kombinieren hier, so. YOLO. War das hier oben? Oder immer mit der Ruhe, ne? Also wir wollen uns ja hier nicht aufregen, ne? Der Typ rennt uns hinterher. Immer mit der Ruhe. Wir gucken erstmal auf die Karte. Ich mache mir in der Zeit eine Zigarette. Ja, der Typ ist richtig ätzend. Oh ja, oh ja. Das ist richtig. Katze und Maus spielen, ja. Noch bin ich die Maus, aber bald bin ich die Katze. Oh, der Typ ist echt anstrengend, ey. Weiß gar nicht, was mein Herz am Pumpen ist. Ja!
Hallo. Ey. Hammer, ey. Auch das Antidepressiva. Dann werf das scheiß Messer weg. Alles richtig. Habe ich das wieder vergessen, das Muster. Scheiße. Ah! Soll ich verabschieden? Alles klar, dir auch eine gute Nacht. Man hört sich. Schön, dass du zugeguckt hast. Und danke nochmal für deine Follower. Schönen Abend dir noch und eine gute Nacht. Heilung. Ich brauche so dringend Heilung. Da brauche ich einen Karo-Schlüssel doch. Schießplatz, okay.
So, ich muss jetzt echt Heilung holen. Aber was da wolle, ich brauche so dringend Heilung. Ja, der Typ macht einen so selig fertig. Heilung. Spray mit hier. Amma. Warte. Wo jetzt da rausgehen? Weiß er nie. Oben ist noch ein Tresor. Und ich kenne die Konvention. War 6211, ne?
benutzen. Der Typ macht mich fertig mit den Nerven, ey. Ich kann da noch rein. Oh.
Okay. Okay. Die Zombies, die da vorne sind, die können wir ignorieren. Ich brauche das Rad. Oder auch nicht. Ich brauche das Rad. Wieder ab darunter. Schallkreuz. Komm schon da rein. Ein Aufzug, ne? Gehe ich erstmal wieder nach unten. Obwohl, ich muss ja runter. Da ist Tür.
Scheiße. Leute, ich bin nervig am Ende. Der Typ macht mich nervig am Ende. Ich mach's jetzt einfach. Ich schlafe hier noch jetzt ein schönes Pflänzchen. So. Speichere ich. Und dann machen wir morgen weiter. So. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut ihr rein. Ciao, ciao.